Wir sprechen jetzt über eine besondere Art von Aktienindizes, nämlich über sogenannte gleichgewichtete Indizes. Zunächst müssen wir aber mal klären, Patrick Kesselhut von der Société Générale, wie denn herkömmliche Indizes, wie wir sie kennen, also zum Beispiel DAX oder Nasdaq 100, wie die funktionieren. Ja, das gibt verschiedene Indexkonzepte, aber grundsätzlich ist es so, dass ein Index ist wie ein eigenes Portfolio aus beispielsweise 10 Aktien. Dann wird irgendwann mal ein Startwert festgesetzt und dann haben die Aktien eine fortlaufende Notierung und anhand dieser Notierung wird dann immer der Indexwert, also der Portfoliowert letztlich berechnet. Und in der Regel ist es so, wenn jetzt einzelne Aktien lange sehr gut laufen, nimmt auch deren Anteil im Portfolio zu, also letztlich das Gewicht vergrößert sich, man kann sagen das Indexgewicht einfach und kann im Extremfall dazu führen, wenn diese Aktien sehr lange sehr gut laufen, dass eben die Wertentwicklung des Index oder des Portfolios maßgeblich von dieser einen Aktie dominiert wird. Also einzelne Aktien dominieren einen Index, darüber haben wir in den letzten Monaten auch oft gesprochen. Die gleichgewichteten Indizes, die verhindern das jetzt. Wie? Genau, da geht einfach der Indexanbieter her und reduziert sozusagen die Gewichtung dieser sehr gut laufenden Aktien, das hört sich jetzt erstmal nachteilig an, und setzt die herab auf eine Gleichgewichtung, das heißt beispielsweise quartalsweise wird das Gewicht jeder einzelnen Aktie auf denselben Prozentsatz wieder festgelegt und läuft ab da dann beispielsweise wieder ein Quartal weiter und dann wird wieder sozusagen die Gleichgewichtung herbeigeführt. Das führt natürlich dazu, dass die Wertentwicklung etwas geringer ist, wie wenn man jetzt nur auf die Siegeraktie, sage ich mal, vereinfacht gesetzt hätte. Aber es glättet letztlich auch die Entwicklung, das heißt die Stetigkeit wird verbessert, also die Ausschläge nach oben sind nicht ganz so extrem, die Performance also etwas vermindert, aber dafür natürlich auch bei Korrekturen von diesen einzelnen Aktien geht auch dieser Index dann weniger in die Knie. Sind denn in so einem Index alle Aktien, die da drin sind, gleichgewichtet? Das hängt vom Indexkonzept ab, aber man kann sagen, in der Regel ja. Da hat dann beispielsweise jede Aktie 10% vereinfacht ausgedrückt. Und wenn jetzt eine auf 20 angewachsen ist, dann wird auch die eben wieder auf 10 reduziert und auf die anderen verteilt, sodass wieder 10% wirklich zu jedem Quartalsstart dann sichergestellt sind. Dann schauen wir uns mal mögliche Konsequenzen an anhand von zwei Aktien, nämlich Nvidia und Tesla. Die haben ja die Indizes mit dominiert in den letzten Jahren. Die Indizes und vor allem auch den Magnificent Seven Index beispielsweise, das ist ein Index aus diesen bekannten 7 Aktien. Und das waren eben die beiden bestlaufendsten Aktien da drin, also Nvidia mit plus 2.800%, wohlgemerkt über 5 Jahre, und Tesla über 1.400%. Die haben natürlich maßgeblich zu der Wertentwicklung beigetragen. Wenn man die jetzt im Vorfeld hätte identifiziert und nur darauf gesetzt, hätte man als Investor natürlich sozusagen einen großen Gewinn eingefahren. Aber wer kann das schon? Oder beispielsweise auch Favoritenwechsel, wie wir es hier sehen. Tesla wird schwächer, Nvidia wird stärker, das muss man alles berücksichtigen. Der andere Weg ist einfach zu gehen und zu sagen, ich packe alle 7 in einen Index oder in ein Portfolio und lasse die laufen. Und nur mal als Performance-Vergleich, wenn man jetzt so einen Magnificent 7 Index nimmt, der gleichgewichtet ist, also alle 4 Monate, die Ursprungsgewichtung wiederhergestellt wird, was ja die Performance ein bisschen minimiert, haben wir gesagt, dann ist dieser Index immer noch 150% besser gelaufen als der Nasdaq in diesen 5 Jahren. Trotzdem, die Performance wird minimiert, wie Sie das sagen. Das heißt, ich verzichte ja bei der Gleichgewichtung schon darauf, dass mein Portfolio hätte besser laufen können. Erstmal ja, das ist vollkommen richtig, aber es minimiert eben auch das Risiko, wenn beispielsweise doch größere Korrekturen kommen, und das kann immer passieren, dann leidet eben so ein Index auch weniger wie ein nicht gleichgewichteter. Also ein gleichgewichteter Index, wir halten fest, hat eine stetigere Entwicklung. Für welche Instrumente auf Aktien kann das denn jetzt von Vorteil sein? Ja, es gibt spezielle Instrumente, beispielsweise Faktor-Optionsscheine. Die sind eigentlich für solche Szenarien gut geeignet, die relativ weniger Volatilität, also Schwankungsbreite aufweisen wie andere Basiswerte. Das hängt mit der Konstruktion dieser Produkte zusammen. Das sind Produkte, die immer die Wertentwicklung zu einem Vortagesreferenzwert mit einem festen Hebel, beispielsweise plus 3, nachvollziehen. Und dadurch in so wirklich Trendbasiswerten, die halt eben stetiger laufen, besser performen als in volatilen Seitwärtsphasen oder wenn es eben einmal stark gegen einen läuft, also sprich die Rückschläge, Rückschlagsgefahr auch nicht so groß ist, das ist eigentlich ein gutes Umfeld insgesamt grundsätzlich für Faktor-Optionsscheine. Klingt jetzt noch ein bisschen kompliziert. Wie funktioniert so ein Faktor-Optionsschein denn jetzt mal im Detail? Genau, also nehmen wir mal an, eine Aktie oder ein Index steigt von einem Tag auf den nächsten um 2%. Und ich habe einen Faktor 3 Long-Optionsschein, dann legt dieser 6% zu im Vergleich zu diesem Vortagesreferenzzeitpunkt.
Das führt dazu, wenn ich jetzt eine schöne Serie von positiven Wertentwicklungen habe, dann werden auch die Gewinne des Vortages mitgehebelt. Es entsteht eine Art Zinseszinseffekt und führt dazu, dass diese Produkte eigentlich in Trendphasen besser laufen, besser performen als andere Produktfamilien. Hat aber eben auch einen kleinen Nachteil, und zwar dann, wenn eben die Wertentwicklung nicht stetig ist, sondern eben stark schwankt beispielsweise oder einzelne starke Tage gegen mich laufen als Investor, dann sind diese Produkte von Nachteil tatsächlich, weil die eben jeden Tag einen neuen Basiswert bilden, von der aus die Berechnung startet. Und wenn dieser Basiswert einmal stark reduziert ist, dann muss ich sozusagen am nächsten Tag mich von dieser tieferen Basis wieder raufarbeiten. Also vereinfacht mal ausgedrückt, nehmen wir an, etwas fällt von 100 auf 50, also halbiert sich, steigt am nächsten Tag wieder um 100%, von 50 aus aber, dann steht es bei 75, nicht bei 100. Und dieser Effekt, der wirkt jeden Tag, und das ist beim Faktoroptionsschein eben nicht zu vernachlässigen. Also ein Faktoroptionsschein, der kann durchaus auf so einen gleichgewichteten Index konstruiert sein. Genau, also es gibt Faktoroptionsscheine, auch auf so einem gleichgewichtigen Magnificent 7 Index. Der vollzieht dann einfach die Entwicklung des Index mit einem festen Hebel nach und wäre dann eben sozusagen im Vorteil bei einer Gleichgewichtung im Vergleich zu einer Nicht-Gleichgewichtung. Man hat, wie gesagt, dann etwas weniger Chancen. Also es läuft vielleicht in der Spitze nicht ganz so extrem von der Performance, aber eben auch ein deutlich reduzierteres Risiko. Worauf muss ich jetzt da genau achten, wenn ich so einen Faktoroptionsschein auf einen gleichgewichteten Index erwerbe? Ja, also zum einen ist es so, dass beispielsweise ein Hebel 3 bei einem Faktor ist nicht vergleichbar wie ein Hebel 3 bei einem Turbo-Optionsschein. Ein Turbo-Optionsschein funktioniert vollkommen anders, der ist linear aufgebaut. Ein Faktor hat eben diese schon angesprochene Pfadabhängigkeit, da die Wertentwicklung immer vom Vortagesreferenzwert abhängt. Also ein Hebel 3 wirkt stärker bei einem Faktor wie bei einem Turbo. Das ist mal das eine. Was auch beim Faktor-Optionsschein nicht funktioniert, ist sozusagen verbilligen oder aussitzen. Das geht bei linearen Produkten noch eher, aber bei Faktoren ist es aufgrund der Pfadabhängigkeit wirklich nicht zu raten, weil eben diese Produkte, wenn sie mal nominal einfach tiefer notieren, sich dann erst wieder raufarbeiten müssen. Und diesen Effekt, wie schon angesprochen, darf man nicht unterschätzen. Zum anderen tragen natürlich Investoren, gerade bei so einem Index wie jetzt hier besprochen, das Euro-Wechselkursrisiko, letztlich als Euro-Investor, weil die Basiswerte US-Dollar basiert sind. Und man trägt natürlich auch das Emittentenrisiko, das heißt, Zertifikate unterliegen keiner Einlagensicherung. Summa summarum, für wen sind solche Scheine geeignet? Ja, es ist für erfahrene Investoren oder spekulativ orientierte Investoren oder Trader, die eben gehebelt wirklich an so einem Index beispielsweise teilhaben möchten und das Risiko auch genau kennen und einschätzen können. Schönen Dank, Patrick Kesselhut. Also Faktoroptionsscheine auf einen gleichgewichteten Index, eine Variante für Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.